In der letzten Zeit war es ja in Deutschland sehr wechselhaft, einerseits, aber andererseits auch sehr mild, frühlingsgemäß mild. Er hat ja auch schließlich offiziell schon angefangen und manchmal ließ der Frühling auch jetzt in den letzten Tagen sogar seine Muskeln spielen in Sachen Wärme. Beispielsweise hier gezeigt anhand der Wetterkarte mit der darüber gelegten Temperaturkarte. Wir sitzen hier am Rande eines riesengroßen nordeuropäischen Tiefdrucksystems, das trennt die kalte Polarluft von der milden Luft weiter im Süden. Und mit einem ziemlich kräftigen Wind schaufelt dieses Tiefdrucksystem von Südwesteuropa die milde Luft zu uns in die Mitte Europas. Und am Donnerstagnachmittag konnte diese milde Luft sich in weiten Teilen in der Mitte sogar durchsetzen. Also beispielsweise im Osten Österreichs Donnerstagnachmittag um die 23 Grad und weiter im Südwesten, im Osten und Süden Spaniens sogar bis zu 30 Grad. So viel auf der einen Seite zum Anfangszustand. Aber jetzt tut sich was, und zwar übers Wochenende drückt dieses Tiefdrucksystem weiter nach Süden und damit kommt die kalte Luft so ganz allmählich uns gefährlich nahe und drückt dann im Laufe der nächsten Woche weiter nach Süden. Das heißt, statt 20 Grad oder zumindest über 15 Grad kriegen wir in der nächsten Woche dann nur noch 5 Grad, stellenweise weniger, und es ist sogar wieder Schnee dabei. Aber bis es soweit ist, ist das Wochenende sehr, sehr wechselhaft, und das sehen wir am Samstag beispielsweise, ja, geradezu in unangenehmer Manier im Norden von Deutschland. Da hängen dichte Wolken verbunden mit einem sehr kräftigen Wind und es regnet teilweise dauerhaft. Also unangenehmes Regenwetter, und unter den Wolken hat die Sonne, also da hat die Sonne eigentlich so gut wie keine Chance. Weiter nach Süden hat sie dann eine kleine Chance, und zwar umso weiter, umso mehr, je weiter es nach Süden geht. Da kommt sie durch, aber es muss auch da noch mit einigen Schauern, Regenfällen und vielleicht im Laufe des Tages auch Blitz und Donner gerechnet werden. Unter diesen Regenwolken, da gibt es nur 7 bis 11 Grad. Da bleibt es verhältnismäßig kühl. Etwas milder wird es im Süden mit Hilfe der Sonne zwischen 11 und 15 Grad mit den höchsten Werten im Oberrheintal. Am Sonntag, da drehen sich diese Verhältnisse um. Also wo es schlecht war am Samstag, da wird es jetzt im Norden Deutschlands eigentlich ganz nett. Da bleibt es weitgehend trocken, wenngleich nicht immer sonnig, aber zumindest die Sonne zeigt sich ab und zu. Aber diesmal ist es besonders schlecht in der Mitte Deutschlands, über den Mittelgebirgsraum. Da zieht nämlich schon wieder von Südwesten her das nächste Regengebiet heran und macht es hier in der Mitte zu einem richtig unangenehmen, ungemütlichen Tag mit Dauerregen und vielen Wolken. Ganz im Süden kann im Laufe des Tages zwischen einzelnen Schauern und Gewittern vielleicht noch mal die Sonne durchkommen. Aber das Ganze drückt schon so ein bisschen auf die Temperatur. In der Regel sind es am Sonntagnachmittag zwischen 7 und 13 Grad. Und dann kommt eben, das schauen wir uns noch mal an hier anhand der Wetterkarte und Temperaturkarte, dann kommt eben im Laufe der nächsten Woche schon am Montag die Polarluft mit Macht zu uns rein. Und das bedeutet eben sehr wechselhaftes Wetter, fast schon aprilmäßig mit Graupelschauern, mit Schneeschauern und in den Mittelgebirgen zumindest in der ersten Wochenhälfte auch wieder hier und da mit Straßenglätte. Schließlich befinden wir uns fast schon im April, und da macht die Witterung ja bekanntlich immer, was sie will. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.